Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben letztes Mal noch eine Quest angenommen, die scheinbar ein bisschen umfangreicher ist. Gefällt mir nicht ganz so gut, weil ich wollte eigentlich weitermachen. Naja gut, dafür müssen wir jetzt 400 Meter, ich würde sagen, wir gehen da lang, 300 Meter, nochmal ein bisschen hier Sachen farmen gehen. Ups. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, das geht relativ schnell, dass wir die Viecher töten und dann die Sachen haben. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Ah ja, jetzt haben wir das nochmal. Ups. So. Na, nicht angreifen. Das kostet nur Zeit. So. Was haben wir hier? Flora heals an aching soul. Oh, danke Drumarch. So, nach oben sollen wir eigentlich. Ich frage mich, wo oben ist hier. Wir gehen jetzt noch wieder nach oben. Also entweder geht's noch höher oder steht Luft da. Das geht jetzt quasi in die falsche Richtung lauf. Kann ich das irgendwie auf der Karte sehen? Uff, Uraya. Was kamen wir denn hier? Garfond. Das ist nicht. Von Samaima. Das ist die Stadt, ist auch nicht. Kopf. Hier ist nichts. Okay. Moment. So, das sind nur die Pott. Rumpf. Hier können wir hin. Okay, gehen wir direkt dahin. So. Shall we? Boah, das ist zu hoch. Aber hier, 132 Meter schaffen wir. Das ist nicht so weit, ein bisschen tiefer. Wir sind wohl auf dem richtigen Weg. Dann brauchen wir leider 3 Stück davon. Oh, warum müssen wir auch so viel kochen? Okay, bring it on. Nee, danke. Bin weg. So. Ich glaube, wir müssen aber hier lang. Ja, so ein bisschen leicht. Links passt schon. So, auf jeden Fall müssen wir tiefer. Ah, komm. So. Das sind diese komischen Dinger da. Das ist eins von diesen Rhino-Dingern, ne? Ja. Stufe 25. Dann. Fresse. Okay, time to take you down. Go get in there! Let us make use of it now. Nomaden-Rhinos. So, perfekt. Er hat die Alkohol. Gehen wir hinter ihm. Gotcha! Eagle Eye! So fast! Sieht aber ganz easy aus bisher. Hitzeschub, perfekt. So. Shit. So. Oh nein, jetzt kommt aber keiner auch noch. Was ist mit denen? Wollen wir unbedingt sterben? So, noch mal drauf da. Guck mal, kurz die Heilung und Tor gehalten. Das stirbt uns dann noch bald weg. Oh, das stirbt wirklich gleich. Gar nicht gut. So. Ups. Thor ist tot. Das ist gar nicht gut. So, jetzt müssen wir kurz unseren kleinen Freund aufhalten. So.
Ja, ein bisschen können wir auch tanken. Oh, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass er wieder tankt. Oh. Oh, jetzt kommt die Heilung her. Okay. Wow, der Schaden. Ah, nein. Die Dampfform ist gleich weg. Mein dritten Punkt nicht mehr. Na komm. Ah doch, passt. Dann hauen wir am besten direkt drauf. Scheiß auf Stufe 4. Schöner Schaden. Oh, eine Kugel drauf. Ist gut für uns oder gut für ihn? So. Hartnäckig, der Typ hier. Das ist halt nur, dass die kleinen Viecher uns mit angreifen. Oh oh, Nia stirbt. Gar nicht gut. Tora, hau mal kurz. Oh, ich bin voll. Ich bin fast voll. Ah, oh, sehr schön. So. Sehr schön. Guck mal hier. Schwanken. Na gut, dann hauen wir ihn gleich nochmal um. Wer auch immer das ist, auch ein Fisch. Sehr schön. So. Wenn ihr drauf habt mit ihrer Spezialfähigkeit, lädt uns das richtig gut mit Energie auf. So, dann geht's jetzt nochmal los. Ups, das war viel zu früh. So, Tora darf auch nochmal drauf fahren. Aufhören sich alle einzumischen hier. Ich finde so, als wenn sie gewinnen könnten. So, das ist jetzt der letzte, hoffe ich. So. Jetzt haben wir ihn aber unter der Kontrolle. So richtig. So, dann fehlen es nur noch zwei, hoffe ich. Oh, endlich. Wow. Okay, einen haben wir. So, auf dieser Ebene können wir noch ein paar finden. Also die beiden, die da jetzt noch geradeaus sind. Das ist schon ganz gut eigentlich. Ah, wenn die Vögel sich nicht wieder einmischen. Das ist nur ein Krabberich. Frosch, die Vögel wollen wir auch nicht. Hört auf, euch einzumischen. Geht einfach weg. So. Den möchte ich eigentlich nämlich nicht. Hier, der. Vögel sind hoffentlich auch nicht in der Nähe. Und dann. Auf! So. Gehen wir hinter ihm wieder. Schwankt schon, das ist gut. Nein, er schlägt uns zurück. Schade. Hm. Ah, das ist auch leveltechnisch nicht ganz so hoch. Wir haben eine Heilung bekommen, das ist gut.
Ja, das sieht ganz gut aus. So, der Schrank, das ist gut. Und umwerfen, perfekt. So, dann bringen wir das zweite Siegel drauf. Und Tora muss jetzt Stufe 3 noch draufhauen. Und zwar jetzt. Ja, Poppy, kannst du gerne machen. Schöner Schaden. Ganz, ganz schöner Schaden. So, Umwurf haben wir auch noch. Jetzt kommt der Wassersog noch drauf. Sehr schön. Das sah auch ganz gut aus. Oh, der Umwurf hat ja gepasst. Zeitlich. Den dritten Schlag, das auszulösen, ist immer so gut. Auch nicht anzugreifen. So. Ja, mit Epidemie können wir leider nichts machen. Rückwurfsiege wären schon ganz geil. Leider haben wir das nicht. So, den haben wir doch gleich. Ja, das sieht gut aus. Ups. Egal. Das sollte uns jetzt nicht mehr so viel ankommen. So, heil uns mal kurz hier. Tut's die gar nicht? Okay. Doch. Hat Schaden. Heilung durchgekommen. So, Tora, auch nochmal drauf. Und wir haben es. Perfekt. So, das war Nummer 2. Boah, den komme ich nicht so nah. Und wo ist Nummer 3? Da vorne, ne? Na komm her. Und den holen wir uns auch noch. Autsch. Hat er jetzt Schwein gehabt. Mist. Mal wieder zu früh benutzt. Ja, Tora, hau mal drauf. So. Erste ist drauf. Jetzt sind wir gefragt. Müssen Fähigkeiten verwenden. Ja, komm, das schaffen wir. Ja, komm schon. Sehr schön. So, jetzt muss Tora nur noch auf Level 3 kommen. Und Poppy, hau drauf. Das ist so cool. Ja, war nicht ganz so viel Schaden wie gehofft, aber kann sich sehen lassen. So, Wassersog ist drauf. Ach, ganzer Scheiß Knockdown. So. Aber das ist ganz, eigentlich ganz gut unter Kontrolle. So, Poppy, hau drauf. Hätte ich jetzt einen mit Wind, ne? Ist ja so gut. So. So, sieht doch ganz gut aus. Jetzt warte ich noch ein bisschen. Meine Güte, hätte was aus. Aber mach nichts. So.
this all day. I could have taken all of. Zwei Special Attacken, verlorene Sonnenbahn. Gut, das ist das. Können wir jetzt. Ja, aber. Sorge 4, Hopparschnitzel. In Gormod. Hopparschnitzel. Okay. Ich kann aber bestimmt jetzt wechseln, ne? Ich gehe auf den Flugdeck in Goldmund an Bord. Titanschatz und lege in Richtung Moradin ab. Achso, nee. Das ist ja jetzt falsch. Eigentlich wollte ich doch den. Ich habe den rausgenommen, ne? Moment, Mission. Auf in die Lüfte. Haben wir das noch nicht fertig? Hilf dem Panpan seine Ausbildung abzuschließen. Ich dachte, das wäre fertig. Ups. So. Ja, als aktive Quest. Gut. Und da wollen wir hin. Gormod. Hopparschnitzel. Hoppar, sind das nicht diese kleinen Viecher? Obere Ebene rechts. Hier sind sie nicht. Hier sind sie auch nicht. Hier auch nicht? Wo sind die? Torikos kann es nicht sein, ne. Hä? Okay. Wo sind die? Bin ich blind? Untere Ebene? Ist auch kein Ausrufezeichen. Hier auch nicht. Ich verstehe nicht, wo ich die Quest fertig machen soll, wenn ich das nicht haben kann. Oder wenn ich die nicht sehe. Nö. Okay. Nö, ich habe keine Ahnung, wo ich da hin soll. Komm, das ist doch richtig, oder nicht? Moment. Sorge 4 Hopparschnitzel in Gormod. Das heißt, besorgen einfach nur kaufen? Wenn ja, dann gehen wir einfach mal Torikos und kaufen uns da was. Wird schon passen irgendwie, oder? Aber wenn das klappt, dann sind wir schnell fertig. Ich hoffe, dann ist die Quest auch endlich durch. Mein Gott, dauert die lange. Also, die Daten werden echt langsam geladen, muss ich sagen. Die porten zwar schnell, aber. Gemüse, wir wollen die Schnitzel, Metzger. Bei dir muss ich hin, ne? Leckeres Estral. Ich glaube, das ist falsch. Ich will Hopparschnitzel. Hopparschnitzel, Da muss ich hin. Schwarzes Brett. Nunu? Trink gesucht. 10 Portionen Melosini-Honig. Gute Bezahlung. Okay. Oh. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht annehmen. Nein. Okay. Also laut Karte soll ich 600 Meter in die Richtung. Und weiter nach oben. Wir können auch einfach mal hinlaufen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht sterben. Come out, come out. Das ist ein bisschen merkwürdig. Sehr schön. So. Irgendwas haben wir übersehen. Dass wir die überhaupt noch nicht gesehen haben und dass ich die auf die Karte nicht sehe. Das ist so das Merkwürdige halt. Oh, danke, Agathe. So. Kleine Häschen sind definitiv nicht das, was wir brauchen. Affen auch nicht. Würde mich auch wundern, wenn wir die Affen jagen müssen. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß auch nicht, wo das sein soll. Weil mir das auf der Karte nicht angezeigt wird. Sonst hätte ich mich da einfach hinporten können, aber wenn ich es nicht sehe, dann bringt mir das Ganze nichts. Was ist das eigentlich für ein scheiß riesiger Vogel? Warum ist eh schon wieder Level 37? Und wir sind auf jeden Fall höher. Ich gehe einfach mal hier lang, dann da durch. Toll, jetzt soll ich wieder tiefer. Was ist denn das?
So. Nein, ich bin tot. Messerfehler. Komme ich wirklich? Ja, wäre das ja ganz gut. Oh, nice. Puh. Schwein gehabt. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Zack. So. Wir müssen auf jeden Fall nach unten. So. Aber hier ist irgendwie auch ein Gegner, den ich jetzt noch nicht besiegen kann. Jetzt sagt er wieder höher. Das ist doch... Hä? Ich bin verwirrt. Ganz stark verwirrt. Oh. Machen wir hier durch. Wir sollen irgendwie nach oben. Weil wir oben sind, sollen wir wieder nach unten. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Ich guck nochmal kurz auf die Karte, aber... Hoppa-Schnitzel. Wo finde ich denn die Viecher? Nein. Schnellreise. Komm, Mod, ist doch richtig. So, ein Torigott ist definitiv nichts. Ich sehe keinen. Nein. Zurück. Danke. So, hier sehe ich auch nichts. Ah, jetzt werden sie mir angezeigt. Aha. Okay. Da könnte ich halt hin. Da gehe ich mal hin. So. Dann würde ich aber sagen, ja, beenden wir für heute den Part. Gucken, ob wir morgen irgendwie da rankommen an die ganzen kleinen Viecher. Oder? Ja, kriegt noch einen Plan. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.